Ich rufe Tagesordnungspunkt 40 auf. Beschlussempfehlung der Ausschüsse zu Petitionen, Drucksache 19/3528. Es besteht der Wunsch, dass wir vonseiten der LINKEN, dass zwei Petitionen getrennt abgestimmt werden. Das machen wir so. Es ist zum einen die Petition 2409 aus 19. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmt, der Petition zustimmen möchte, dem bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, FDP und DIE LINKE. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Petition 2487/19. Wer stimmt dieser Beschlussempfehlung zu? CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, SPD, FDP. Wer stimmt dagegen? DIE LINKE. Damit ist auch diese angenommen worden. Nun stimme ich ab über die Beschlussempfehlung insgesamt. Wer dieser zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP, SPD und DIE LINKE. Und somit dann in Gänze angenommen. Vielen Dank. Nun kommen wir zu den Beschlussempfehlungen ohne Aussprache. Top 25. Kann ich wieder die Kurzform wählen? Meine Frage an Sie. Gerne. Herzlichen Dank. Top 25, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3352 zu 19/3314 neu. Wer dieser Beschlussempfehlung zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich? Die Fraktion der FDP. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 26, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3353 zu 19/3332. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die anderen Fraktionen. Damit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 27, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3389 zu 19/3344. Wer zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD und LINKE. Wer enthält sich? Die FDP-Fraktion. So ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 35, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19. Entschuldigen Sie bitte, Herr Schaus, zur Geschäftsordnung. Drücken Sie mal bitte. Ja, jetzt. Frau Präsidentin, wir bitten, die Ziffern 1 und 2 getrennt abzustimmen. Aber nur einmal. Dann lasse ich über die Ziffern getrennt abstimmen. Wer der Ziffer 1 zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN und FDP und DIE LINKE. Wer stimmt dagegen? Die SPD-Fraktion, somit Ziffer 1 angenommen worden. Die Ziffer 2. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, FDP. Wer stimmt dagegen? DIE LINKE und die SPD. Somit ist dieser Punkt angenommen worden. So ist diese Beschlussempfehlung in Gänze angenommen worden. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 36, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3552 zu 19/3508. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? SPD, LINKE und FDP. Somit ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 37, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3553 zu 19/3477. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, SPD, FDP. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion DIE LINKE. So ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 38, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3554 zu 19/3518. Wer zustimmen möchte, bitte um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, die FDP. Wer stimmt dagegen? SPD und DIE LINKE. So ist diese Beschlussempfehlung angenommen. Top 39, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3555 zu 19/3484. Wer stimmt ihr zu? Die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, SPD, LINKE. Wer stimmt dagegen? Die Fraktion der FDP. So ist diese Beschlussempfehlung angenommen worden. Top 47, Beschluss. Ja, bitte schön. Herr Rudolph, zuerst. Die Ziffer 2 getrennt abzustimmen. Nee, das war einstimmig, das kann jetzt nicht sein, aber ist egal. Ja, kann man auch machen. Aber Sie haben ja nur Herr Kollege Schaus, Sie auch? Ja, wir bitten, die Ziffer 3 auch getrennt abzustimmen. Also, genau, müssen wir über jede Ziffer einzeln abstimmen. So, dann lasse ich getrennt abstimmen. Wer der Ziffer 2 zustimmen möchte, bitte ich um das Handzeichen. Die Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich?
die anderen Fraktionen. Somit ist dieser Punkt 2 angenommen worden. Dann lasse ich über den Punkt 3 abstimmen. Wer stimmt ihr zu? Dann bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, SPD, FDP. Wer stimmt dagegen? Wer enthält sich? Die Fraktion DIE LINKE. So ist auch der Punkt 3 angenommen. Jetzt lasse ich noch über den Punkt 1 abstimmen. Wer stimmt ihm zu? Dann bitte ich um das Handzeichen. CDU, BÜNDNIS 90DIE GRÜNEN, SPD, FDP und DIE LINKE. Somit einstimmig angenommen. Also ist die Beschlussempfehlung Gänze angenommen. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 47, Beschlussempfehlung und Bericht, Drucksache 19/3577 zu 19/3367. Wer zustimmen möchte, bitte schon das Handzeichen. Entschuldigung, falscher. Ja, dann kann ich Ihnen eine gute Nachricht sagen. Wir sind am Ende der Tagesordnung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.